Also, ich begrüße Sie alle zur Podiumsdiskussion mit dem Titel »Die Gebäudehülle steckt im Dilemma – eine kritische Analyse«. Die Initiative für diese Veranstaltung hat eine Interessengemeinschaft aus der Fassadenindustrie ergriffen. Und zwar wollten sie Fachleute aus Architektur, Planung, Technik und Politik gemeinsam an einen Tisch bringen, um die komplexen Ansprüche an die Gebäudehülle kritisch und aus den verschiedenen Blickwinkeln zu diskutieren. Finanziell unterstützt hat diesen Anlass die Schweizerische Metallunion SMU, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Auch wir knüpfen am Motto des Swissbau-Fokus an, Rettung durch Technik, indem wir uns in dieser hektischen, schnelllebigen Zeit einen Moment Gedanken machen wollen darüber, inwiefern die moderne Technik unsere Rettung ist auf der Suche nach künftigen, nachhaltigen Fassadenkonstruktionen und wo dabei ausdrucksvolle Architekturen bleiben, die die partikularen und wechselnden Ansprüche unserer Gesellschaft überdauern und auch für eine künftige Generation Stadträume prägen, in denen sich die Bewohner wohlfühlen. Mein Name ist Christa Vogt, ich bin Dozentin für Architektur und Konstruktion an der ETH in Zürich und werde diesen Anlass moderieren. Als erstes möchte ich die Teilnehmer kurz vorstellen. Sie werden sich dann auch gleich selbst in ein paar kurzen Sätzen zu Ihrem persönlichen Dilemma mit der Gebäudehülle äußern. Das heißt, Sie werden zwei, drei Statements machen darüber, was Sie zu diesem Thema in Ihrem Alltag am meisten beschäftigt und die Sie gerne heute hier in dieser Runde zur Diskussion stellen möchten. Ich beginne dem Alphabet nach mit Adrian Altenburger. Adrian Altenburger ist ausgebildeter Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechniker. Er hat dann Erfahrungen gesammelt bei Electrowatt Engineering als Projektleiter und Bereichsleiter, sowohl in Zürich wie auch in Bangkok, wo er mit ganz anderen Klimen in Kontakt gekommen ist. Er hat sich dann weitergebildet, unter anderem hat er ein Nachdiplomstudium in Unternehmensführung gemacht und ein MAS in Architektur an der ETH Zürich. Er war lange Zeit Partner und in der Geschäftsleitung bei Amstein Walter und nebenher hat er an den verschiedensten Hochschulen und Universitäten unterrichtet. In diesem Sommer jetzt, oder also vor einem halben Jahr, hat er sich entschieden, an die Hochschule zu wechseln und ist Abteilungsleiter und Studiengangleiter für Gebäudetechnik an der Hochschule Luzern an der Abteilung Technik und Architektur geworden. Uns interessiert uns natürlich dabei bei diesem Schritt, was er da vorhat in den nächsten Jahren an der Hochschule an Fragen zu bearbeiten. Ja gut, also wenn man gut 25 Jahre in der Privatwirtschaft im Engineering war und eigentlich bei allen Projekten immer die Auseinandersetzung auch zu führen hatte im Zusammenhang mit der Gebäudehülle, dann geht das natürlich nahtlos auch in die Hochschulwelt über diese Thematik. Und ich habe natürlich das Glück, an der Hochschule Luzern nebst dem Studiengang Gebäudetechnik eben auch die klassischen zwei anderen Studiengänge im Haus zu haben, nämlich Architektur und Bauingenieurwesen. Und insofern ist das natürlich eine sehr gute Voraussetzung, um auch in der Lehre oder auch in der Forschung mit unseren Instituten dieses Thema auch interdisziplinär, und das ist nur so möglich, auch wirklich weiterzuentwickeln, anzugehen. Und wir entwickeln hier einerseits Studiengänge oder auch Module entsprechend in den Studiengängen, die interdisziplinär dann auch stattfinden, und versuchen auch auf der Forschungsseite, Sie wissen wahrscheinlich, wir haben in Luzern einen sogenannten Fassadenprüfstand, wo auch 1:1 entsprechende Tests und Versuche gemacht werden können. Gut, mehr dazu dann im Verlauf des Gesprächs. Als nächstes möchte ich Ihnen Reto Glor vorstellen. Er ist Fassadenplaner
Ursprünglich hat er Metallbauschlosser gelernt und wechselte dann sehr bald in den Planungsbereich, wo er verschiedene Großprojekte leitete. Seit 2006 ist er Mitinhaber und Projektleiter der Fassaden GKP Fassadentechnik AG in Adorf. Auch er hat sich verschiedentlich weitergebildet, sei es in Baustatik und Bauphysik, sowie in Unternehmensführung und Betriebswirtschaft. Und er hat ein Nachdiplomstudium in Bau, Energie und Umwelt absolviert. In seiner Firma begleitet er die viele bekannte Großprojekte von der strategischen Planung über die Projektierung, Ausschreibung, Realisierung bis zur Bewirtschaftung. Und aus diesem Erfahrungsschatz werden wir dann heute noch etwas schöpfen können. Als nächstes wieder zu meiner Linken den Architekten Bob Gissin. Bob Gissin ist Gründer und Mitinhaber des Architekturbüros Bob Gissin und Partner BGP in Zürich. Dieses Architekturbüro hat ein Jubiläumsjahr, 40 Jahre nun bereits, widmet sie sich einer zukunftsgerichteten Architektur und haben sich schon sehr früh die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Parallel dazu betreibt Bob Gissin eine Galerie, in der er bekannten und weniger bekannten Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gibt, Ausstellungen zu machen, wobei die meisten sich in gebauter oder geistiger Form mit dem Thema Raum auseinandersetzen. Diese ständige Konfrontation und Auseinandersetzung mit spezifischen Themen der Kunst, sagt er, macht es für ihn möglich, die kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhänge von Architektur und Kunst besser zu verstehen. Diese Gedanken haben sie versucht zusammenzutragen in einem sehr schönen Buch, das vor kurzem herausgekommen ist mit dem Titel Nachhaltig denken in Architektur und Kunst. Dann zu meiner Linken, Christian Hönger, ebenfalls Architekt, hat in Winterthur Architektur studiert und anschließend an der ETH Zürich. Kurz nach dem Studium hat er zusammen mit Lorenzo Giuliani das Architekturbüro Giuliani Hönger ebenfalls in Zürich gegründet und parallel dazu immer aber auch als Dozent in der Lehre tätig, zuerst in Basel, später an der Hochschule in Luzern als Professor für Entwurf und in den vergangenen 2 Jahren als Gastprofessor an der EPFL in Lausanne. An diesen Hochschulen hat er sich verschiedentlich auch immer wieder der interdisziplinären Forschung gewidmet, so zum Beispiel mit dem Projekt Das Klima als Entwurfsfaktor. Dann möchte ich Stefan Kämpfen begrüßen und mich ganz herzlich bedanken. Er ist sehr kurzfristig eingesprungen für Heinz Tenner, der leider heute nicht dabei sein konnte. Aber wir sind sehr froh, mit Stefan Kämpfen einen ausgewiesenen Fachmann auf politischer und energetischer Ebene gefunden zu haben. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Stefan Kämpfen hat Elektromonteur gelernt und sich dann auch verschiedentlich weitergebildet in Kommunikations-, Elektro-, Energie- und Bautechnik. Er war dann lange Zeit selbstständig tätig als Unternehmen und hat in verschiedenen Unternehmen gearbeitet und ist nun seit 10 Jahren beim Kanton Aargau in der Abteilung Energie, das ist im Departement Bau, Verkehr und Umwelt tätig, und dort leitet er als Sektionsleiter Effizienz oder ist er als Sektionsleiter Effizienz vor allem auch für die Weiterentwicklung der fachspezifischen Gesetzgebung, für Beratung, Information und Schulung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Er ist zudem Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen der Konferenz kantonaler Energiefachstellen. Zu meiner Rechten die Fassadenplanerin Steffi Neubert. Sie hat
zuerst Architektur studiert an der Universität in Stuttgart und anschließend ein Aufbaustudium in Architektur und nachhaltigem Bauen an der EPFL in Lausanne absolviert. Nach einigem an beruflichen Erfahrung, unter anderem bei Santiago Calatrava in Paris und Zürich, ist sie nun seit vielen Jahren Projektmanagerin und Mitglied der Geschäftsleitung bei Emmer Pfenninger Partner AG in Münchenstein, hier in der Nähe von Basel, und dort sowohl national wie international verantwortlich für verschiedenste herausragende Fassadenprojekte. Und ganz außen ist Markus Peter. Markus Peter hat eine Lehre als Tiefbauzeichner absolviert, bevor er sich als Gasthörer für Philosophie an der Freien Universität Berlin eingeschrieben hat und erst anschließend dann in Winterthur Architektur studiert. Kurz nach dem Studium arbeitete er als Assistent an der ETH Zürich und hat parallel zu dieser Forschungs- und Lehrtätigkeit an der Schule mit der freien Tätigkeit als Architekt in Zusammenarbeit mit Marcel Meili begonnen, mit dem er bis heute ein Büro in Zürich führt. Später hat er zusammen mit Marcel Meili eine Gastprofessur übernommen an der ETH Zürich und seit 2002 ist er ordentlicher Professor für Architektur und Konstruktion im Masterstudiengang. Diese Professur hat er bis letztes Semester zusammen mit Peter Merkli geleitet und von nun an macht er das im Alleingang. Markus Peter setzt sich also sowohl in der Praxis wie auch an der Hochschule verschiedentlich mit den Bedingungen der heutigen Zeit auseinander und mit ihren Auswirkungen auf Planungs- und Bauprozesse. Ganz kurz zum Ablauf des Gesprächs. Ich möchte das thematisch ein bisschen gliedern, wobei ich denke, dass es wichtig ist, zuerst einmal kurz darüber zu sprechen, warum für die Architekten die Gebäudehülle eben über das einzelne Haus hinaus sehr wichtig ist und warum uns die Stadt ein großes Anliegen ist in diesem Zusammenhang. Wir werden dann über den Planungsprozess der Gebäudehülle sprechen, über die Gebäudehülle und Technik, über den Ausführungsprozess der Gebäudehülle und über Gebäudehülle und Nachhaltigkeit. Am Schluss möchten wir einen Ausblick wagen und versuchen, einige Strategien zu formulieren aus diesem Dilemma hinaus, wo wir dann auch uns freuen, wenn es allenfalls auch Beiträge oder Fragen aus dem Publikum gibt. Gerne steige ich also ein mit der Frage nach der Gebäudehülle und der Stadtbaukunst. Also das heißt, es geht um die gesellschaftliche Sicht der Gebäudehülle und ihrer Wahrnehmung. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Loslösung der Gebäudehülle von Tragwerk, das ist keine neue Erfindung unserer Zeit, sondern das kennen wir seit 1914, seit Le Corbusier das Domino-System entwickelt hat. Doch die technische und energetische Entwicklung der letzten Jahre hat diese Tendenz der Losgelöstheit der Hülle von der Struktur sehr unterstützt und auch von ökonomischer Seite her wird diese Ausdünnung der Fassade gut geheißen. Das heißt, dass der Architekt in seiner Aufgabe aber häufig auf die Gestaltung der letzten 3 Zentimeter dieser Fassade reduziert wird und zu einer Art Exterior Designer wird. Wenn ich mich also jetzt in erster Linie an die Architekten wenden darf, wenn ihr jetzt euch die Großstädte der Welt heute anschaut, welche Diagnose würdet ihr der Fassade stellen und wie steht es eigentlich um das Zusammenspiel von Architektur und ihrem Ausdruck?
Also vielleicht kann ich da mal beginnen. Ich würde gerne noch mal, wenn ich noch mal das Bild haben kann von meiner Vorstellung. Wäre das möglich, dass man das einblendet? Das ist meins. Also das ist genau, das ist... Sehr gut. Jawohl. Genau. Also vielleicht, ich möchte etwas polemisch beginnen, und zwar mit einem Bild, einer Fotografie von Georg Erni, Chang'an Lu 1, 2011 aufgenommen in China. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt exemplarisch gemeint. Ich möchte hier nicht China an den Pranger stellen, sondern es sind internationale Tendenzen, die stattfinden, dass man hier sehr gut sieht. Was wir etwas verlernt haben, ist, das Gebäude gehört nicht einem Einzelnen, das Gebäude gehört eigentlich dem Kollektiv und ist Teil einer Stadt. Somit müssen wir alle die Gebäudehülle diskutieren. Das finde ich wichtig. Das Zweite vielleicht als Tendenz, man sieht das auf dem Bild, bis 1945, sage ich mal, war die ganze Stadt eigentlich mineralisch, aus Stein gebaut. Seit dieser Zeit ist das Glas in einem enormen Aufschwung. Die neuen Städte werden tendenziell zu gläsernen Städten. Das vielleicht auch ein Thema oder ein Dilemma, je nachdem. Vielleicht auch ein Thema ist, dass die Architektur international wird. Man sieht das vielleicht hier. Können Sie mir sagen, in welcher Stadt das ist, wenn ich Ihnen nicht sage, wo das Gebäude steht? Also wir haben eine Tendenz zur Internationalität, und das Klima zwischen Innen und Außen, das leistet dann die Gebäudetechnik im Bauch dieser großen Gebäude. Und vielleicht dann das Vierte, man sieht das vielleicht auch auf dem Bild, die Architektur wird austauschbar, sie hat keine Identität mehr und sie altert auch ziemlich schlecht. Also die Austauschbarkeit macht es auch dazu, dass wir das Gebäude ohne weiteres auch wieder abreißen können. Dazu vielleicht mal eine erste Position. Möchte da gerade jemand etwas ergänzen? Oder wollen wir vielleicht uns überlegen, was bedeutet das für den schweizerischen Kontext? Oder wie beurteilen Sie das im schweizerischen Kontext? Also, das ist mir zu generell, Christian. Wir bauen doch gute Häuser, die auch nicht nur aus Gläser bestehen, hoffentlich. Und ich weiß, dass du das auch machst, und Bob auch. Wir müssen vielleicht eher lernen, bestimmte Kulturen zu verteidigen, in denen das Architektonische und der Technische nicht geschieden ist. Das finde ich doch ein Teil unserer Herausforderung, ist diese Fähigkeit, noch bauen zu können und zu wollen, auch als Architekt, eigentlich möglich. Und was bedingt sie an Kooperationsfähigkeit auf dem heutigen und auf dem globalen Level? Ich denke, die haben einfach eine Antwort, das war die amerikanische in China. Sie sind aber auch interessiert an anderen Antworten, wie du weißt. Und wir können vielleicht unsere geben, und die ist vielleicht wesentlich komplexer als die dünne Haut. Ich glaube, da verteidigen wir doch auch gemeinsam eine bestimmte Position, die für uns doch undenkbar ist, diesen Beruf auszuüben, indem dass du diese 3 mm oder 20 mm außen kriegst. Also ich denke doch, das ist doch ist für uns gar keine Frage. Die Frage ist eigentlich, sagst du einfach, das ist die Tendenz? Ist das eine technologische Tendenz oder eine gesellschaftliche? Gesellschaftlich wäre dann die Architektur gefordert, sich da einzubringen, und technologisch wage ich es zu bezweifeln. Da gibt es auch viele Argumente von euch, die nicht eine Vollglaslösung. Eure Träume quasi aus der Fassadenindustrie, der intelligenten Fassade, sind doch schon lange kollabiert. Ich meine, ich mache jetzt an der ETH Zürich eine Doktorarbeit, die sich nur beschäftigt mit dem Lloyds Building, mit diesem Traum quasi der Megastruktur, der Membran. Und ich denke, da müssen wir quasi komplexere und offensivere Positionen einnehmen.
Nein, ich finde gut, dass du die optimistische Position einnimmst. Ich finde es aber wichtig, dass wir die internationale Tendenz auch einmal benennen. Und wir sind in der Schweiz auf einer Insel. Und jetzt können wir gern über die Insel sprechen, aber international läuft einiges ab, was ich nicht wahnsinnig positiv finde, weil sich die Architektur beginnt anzugleichen. Das heißt nicht, dass wir jetzt in die positive Position reingehen können und sagen, was können wir dazu beitragen. Also ich glaube, es ist wichtig, wie Markus vielleicht auch betont hat, eben es gilt auch etwas zu verteidigen. Also ohne einen gewissen Widerstand wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass diese Entwicklungen zwar vielleicht langsamer und in weniger starkem Ausmaß, aber auch uns im schweizerischen Kontext betreffen. Also ich würde gerne mal bei Markus weitermachen. Ich finde es absolut richtig, was du sagst. Es hat in erster Linie einmal mit der ganzen Gesellschaft und der Globalisierung zu tun. Und was wollen wir da, kleine Schweizer Architekten, Widerstand gegen etwas machen? Also wir können eigentlich von dem sprechen, was wir hier machen. Aber genauso wie sich die Welt globalisiert, genauso was in der Welt abgeht, so geht es halt in der Architekturszene auch ab. Also, ich sehe das eigentlich, ich habe da gar keine wirkliche Meinung dazu. Man kann über Gesellschaft jetzt sprechen und man wird nicht viel weiterkommen. Aber eines ist für mich klar, dass sich mit der Veränderung der Gesellschaft, mit der Entwicklung über die letzten, weiß ich, 10.000 Jahre, könnte man gut sagen, sich natürlich die Architektur ständig im gesellschaftlichen und im technischen Kontext angepasst oder da mitgearbeitet hat. Also ich glaube, das geht wie parallel. Und jetzt sind wir gewissermaßen in der Schweiz so die Heroen, die letzten guten Häuser bauen. So ist es ja irgendwie auch nicht ganz. Also von was sprechen wir jetzt? Sprechen wir von dieser globalen Welt, die wir mehr oder weniger kennen, oder sprechen wir von der Situation? Und wenn ich da noch vielleicht einen Satz dazu sagen kann, als du mich gefragt hast, ob ich da mitmache, habe ich gesagt, ja klar, das ist spannend, aber von einem Dilemma persönlich spüre ich also ehrlich gesagt gar nichts. Ich bin auch nicht krank und brauche keinen Doktor in dieser Beziehung, aber wir haben natürlich gewisse Probleme, das ist ganz klar. Und vielleicht, also lösen können wir sie auch nicht, aber wo da der Schuh drückt, da können wir sicher ein bisschen sprechen darüber. Ja, ich kann vielleicht auch noch was zur Globalisierung sagen. Also wir haben die Chance, ganz international tätig zu sein, und ich sehe das auch so, dass also in China oder in London oder in Moskau oder in Paris oder zum Teil in der Schweiz, in großen Metropolen, die Fassaden sich dann doch sehr ähneln. Aber ich glaube, das sind die Ansprüche, die an das Gebäude gestellt sind. Und da sehe ich eher den Wandel in den Ansprüchen und auch in der Möglichkeit. Es war die Möglichkeit in 50er Jahren mit der Floatglasanlage, dass halt ganz verglaste Gebäude gemacht werden konnten. Dann fing es in 90er Jahren an, dass die Gläser immer besser wurden. Also dann war das Ganzglas-Thema auch noch da, gab es Entwicklungen, Siebdruck, ganz komplexe Gläser. Und ich denke immer, das, was neu ist, ist dann auch die Herausforderung, dass man gern das ausprobieren möchte, es umsetzen möchte. Jetzt gibt es neue Herausforderungen, das sind die ganzen Energieanforderungen, die doch dazu führen, dass überall die Fassaden allmählich im Erscheinungsbild sich wandeln, dass wir also mehr geschlossene Flächen machen, um bessere U-Werte zu erreichen. Das nächste Wandel, der jetzt im Gange ist, ist das Thema Sonnenschutz, dass man plötzlich gemerkt hat, es ist nicht mehr die Dämmung vom Gebäude, die eigentlich kritisch ist, sondern wie schützen wir uns vor zu viel Energie. Und plötzlich gibt es ganz neue Architekturen, wo tolle Ideen bei Architekten entstehen, was kann man anders machen als ein Standardsonnenschutz. Und so ist durch die Anforderungen sicher von Baustoffen, von der Gesellschaft,
von Gesetzen, von Vorgaben wandelt sich das Erscheinungsbild von der Fassade. Natürlich darf man nicht vergessen, wo steht das Gebäude, damit sind die Anforderungen, also wo auf der Erde von den thermischen Ansprüchen, wo auf der Erde steht ein Gebäude, ist natürlich auch eine ganz wichtige Komponente, die man nicht vernachlässigen darf. Da würde ich vielleicht gerne die Frage ergänzen, wie, jetzt vielleicht nochmals in diesem Zusammenhang an die Architekten, wie geht ihr mit diesem Druck um? Also das heißt, dass sich in sehr schneller Zeit, dass wir immer wieder neue Antworten finden müssen auf Fragestellungen, dass sich Anforderungen verändern, dass sich Lifestyle-Ansprüche verändern. Wie geht man damit um, ohne die Konzentrationsfähigkeit auf die eigene Arbeit zu verlieren oder immer wieder herstellen zu können? Also ich würde gerne was sagen, wenn ich mein Bild haben kann. Das ist eigentlich eine geschwungene Fassade, darum bringe ich das, weil das so richtig Spaß macht, das mit den Haustechniken und dem Sonnenschutz zu kommen, alles das zusammen, was uns natürlich jetzt erreicht in der Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass die Architektur eine enorme Vitalität hat, diese neuen Fragen neu zu stellen. Und ich greife ein Thema auf, das Christian mal gesagt hat. Die Gebäudehülle ist eben nicht diese Reduktion auf diese wenige Tiefe. Wir haben viele Gebäude, ich zähle jetzt auch die Wohngebäude zu, das sind die Mehrheiten. Und wir haben auch nicht nur diese Büro-City-Gebäude, sondern der Hauptteil unserer Gebäude sind eigentlich anderer Natur. Und was hat man? Balkone, Raumschichten, ganz viele solche Elemente, die ganz primär architektonische alte Traditionen aufnehmen, die jetzt zum Beispiel was lösen können. Eine gekrümmte Linie wie hier am Dolder Waldhaus, wo wir ein Projekt mit in der Projektion projektieren. Ich komme dann nachher auf die Widersprüche und Schwierigkeiten zurück. Wie kommen wir da Boden unter den Füßen? Aber eigentlich die Fähigkeit, eine geschwungene Linie mit orthogonalen Systemen zusammenzubauen, das kann die Architektur, weil sie die Tiefe hat, weil sie nicht nur zweidimensional ist, weil sie nicht nur Fassadendesign ist, weil sie diese dritte Dimension ausspielt. Und dann haben wir vielleicht eine Stelle, wo wir quasi eine gekrümmte Bewegung haben, die alle Aussicht hat. Und da kommen alle Widersprüche zusammen. Das ist ein Hotel als Panorama-Hotel. Jeder, der da hochgeht, geht da hoch, um über den Zürichsee zu sehen, auf die Stadt runter und in die Berge. Das Privileg des Panoramas. Und dann kommt die automatische Gebäudesteuerung, der Sonnenschutz, hier quasi eklatante Bedeutung. Weil hier geht es wirklich dann um Widersprüche, wenn die Sonnenschutz Technik dann erzwingt, dass wir runterfahren würden, dann kommen keine Leute. Und die Realität wird ja so oder so übersteuert, dass alle Gäste natürlich individuell das übersteuern. Und die Zertifizierung haben wir, können wir erreichen, aber die Alltagsgebrauchlichkeit ist vollkommen idiotisch falsch. Also ist so idiotisch falsch. Aber wir müssen einen Sonnenschutz erreichen mit 70 Stunden Windkilometer, der nicht an der Fassade klebt. Existenziell, architektonisch, sonst ist da ein Teil dieser Welt des Übergangs, der Pergola und der komplexen Geometrie, der Krümmung und des Sonnenschutzes eigentlich den Gebrauch beraubt. Und ich sehe darin noch Fragen, die natürlich jetzt zurückgehen auf so Themen, wie du gesagt hast, Sonnenschutz, einer der. Und da stehen wir in der Tradition, oben hat der Foster gebaut, oder? Ich meine, diese Jämmerlichkeit der Hightech-Architekten, wenn sie dann das lösen müssen, dann kommen sie nicht über Knickarme raus. Das ist mit Hunderten von Millionen gebaut, ist jämmerlich architektonisch, oder? In der großen englischen Tradition, Sir Norman, ist eigentlich, das finde ich doch die Antwort, die wir in unseren Projekten geben müssen. Und ich sage sogar, darin liegt etwas anderes, was mich interessiert, die Fähigkeit zu kooperieren. Wenn wir im Ausland arbeiten, dann fällt das den Leuten auf. Wir sind auch etwas wehrlos, wenn wir das gar nicht haben. Also wir haben eine gewisse Kultur der Kooperationsfähigkeit und das liegt darin, dass wir immer noch das Technische implizit als einen Teil des Architektonischen verstehen.
Und da meine ich doch, diese Haltung gilt, würde ich nach wie vor verteidigen, dass diese Vitalität im Architektonischen vorhanden ist, auch auf die Fragen eine Antwort zu haben. Ich brauche aber jetzt die technische Seite, um einen horizontalen Sonnenschutz bei 70 Stundenkilometer hier hinzubringen, und zwar in der frühen Projektierungsphase. Da kommen dann alle Widersprüche auf den Tisch. Welche Produkte habe ich, wie habe ich die Garantien, die Normen zu erfüllen und die Kostensteuerung zufriedenzustellen und die Sicherheit, dass ich vor der Ausschreibung das Produkt richtig ausschreibe. Alle diese Komponenten, die wir heute natürlich, wir unterliegen ja eigentlich einer Schwierigkeit, dass unsere Setzungen nicht stabil sind. Die sind weder notwendig noch, vielleicht, wir wissen lange nicht, ob diese Entwicklungen eigentlich ins technisch Reale kommen. Unsere Erfindungen sind ja noch nicht technische Lösungen, das sind irgendwo Fragestellungen in diese Kooperation rein. Und darum bin ich so sehr für diese grundsätzliche Verteidigung, weil es eben auf ganz vielen Fragen, auch in der Auseinandersetzung mit Leuten aus dem Ausland, viele Fragen aufwirft, die sich die Fragen auch beginnen zu stellen. Also sind ja nicht nur wir, die in der Schweiz über Sonnenschutz nachdenken und nicht mehr irgendwie die intelligente Fassade, die alles kann, verfolgen, oder? Vielleicht kann ich aus meiner Warte, ich bin ja dann eher aus der Perspektive der Energie- und Gebäudetechnik jeweils gefordert. Und vorhin wurde erwähnt, dass wir von Bob Giesin, dass wir diese globale Gebäudehülle, die sich da offensichtlich breit macht, in der Architektur als Schweizer nicht aufhalten können. Aber ich kann aus meiner Erfahrung, als ich in den 90er Jahren 2 Jahre da in Bangkok in Asien gearbeitet habe, Folgendes kurz schildern. Als ich mir damals erlaubte, als Gebäudetechniker, Energieingenieur beim Architekten mitzudiskutieren, wie die Gebäudehülle vielleicht auch in Bezug auf meine Aspekte zu planen ist, wurde ich da ziemlich stark ausgebremst und argumentativ auch zurückverwiesen. Ich müsse dann halt schauen, dass mit der Gebäudetechnik die Lösung gestützt wird. Also, und da kann ich natürlich schon Ja sagen als Ingenieur. Ich kann mit der Gebäudetechnik auch ohne Sonnenschutz ein gutes Innenklima anbieten. Nur ist die Frage des Aufwands und des Nutzens dann auch zu stellen. Was ich sagen möchte ist, natürlich können wir das nicht aufhalten als Schweizer. Aber ich sage, wir sollten die Kultur, die ich glaube in der Schweiz ausgeprägt vorhanden ist, eben die Kooperationsfähigkeit zwischen den Disziplinen und auch die Fragestelle, die Gebäudehülle als gesamtheitliches Element zu betrachten und nicht nur jeweils disziplinär zu optimieren, glaube ich, da sollten wir nicht zurückfallen in eine globale Kultur, sondern da sollten wir durchaus den bisherigen Weg weiter und vertiefter auch beschreiten. Ja gut, und Das ist ja eigentlich ein Wettbewerbsvorteil, den wir Schweizer haben. Also wir merken, dass wenn man zum Beispiel in Frankreich arbeitet, was hier an U-Werten Standard ist und für jeden normal und gängig, da haben die Franzosen in den letzten 10 Jahren erst die Entwicklung nachgeholt. Und ich denke auch die Fähigkeit bei den Architekten, dass die hier sehr technisch ausgebildet sind und ein großes technisches Verständnis haben. Das ist ein Riesenvorteil bei der Planung, wo man ja eher sagen könnte, wir können das in andere Länder mitnehmen und denen vermitteln und versuchen, dass da das Niveau angehoben wird. Ich glaube, das sollte man nicht Licht unter den Scheffel stellen, was da an Qualitäten hier vorhanden ist. Und wenn man die ganze Diskussion gehört hat am Donnerstag, die hier über BIM geführt wurde, wo man es auch versucht, ein hohes Niveau an technischen Lösungen in der Planung zu integrieren, man kann nur sagen, wenn es in die Richtung geht, mit kompetenten Partnern in der Planung, da ist das sicher eine Vorreiterrolle, das von unten nach oben zu entwickeln und nicht mit irgendwelchen Normen, wo man etwas umsetzen muss, wie es in anderen Ländern gemacht wird, aber die Kompetenz im ganzen Planungsteam dann fehlt. Darf ich vielleicht noch gerade jetzt, wenn ich das ein bisschen heraushöre, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass diese Zusammenarbeit unter den verschiedenen Planenden, sei es Fassadenplaner, Architekten und so weiter, ausgesprochen wichtig ist. Inwiefern haben jetzt aber diese sehr hohen Ansprüche, die sich da an die Gebäudehülle stellen, die rufen ja nicht nur die Planenden auf den Plan, sondern eben eine ganze Vielzahl auch noch anderer Spezialisten, deren manchmal eben auch divergierenden Interessen ein Spannungsfeld da aufspannen.
vielleicht in diesem Zusammenhang, welche Rollen oder inwiefern verändern diese Ansprüche auch die Rollen weiterer Beteiligter, wie die Bauherren, die Investoren, die Nutzer und wie funktioniert dort die Zusammenarbeit? Ja, ich möchte da auch noch anknüpfen an seine Voten mit den innovativen Lösungen. Genau da stehen wir dann an. Wir sind am innovative Lösungen man entwickeln, um eben die Architektur auch städtebaulich interessant zu halten. Dennoch die Vorgaben, die uns vom Gesetzgeber gegeben sind, über die Energie zu lösen, das führt dann manchmal zu Lösungen, die eben nicht einfach aus dem Gestell herausgenommen werden, die innovative Lösungen sind. Und genau da kommt dann vielfach das Problem auch, die bei Bauherren, insbesondere bei ihren Beratern durchzubringen, weil halt eben da vielfach abgestimmt wird, einfach was ist schon gebaut, was hat man schon Erfahrungen damit. Und wenn man mit neuen innovativen Lösungen kommt, dann steht man vielfach an und hat sehr Mühe, diese zu belegen, durchzusetzen. Also das ist etwas, was wir immer wieder spüren. Obwohl auf der Planerseite wäre man sich eigentlich einig, dass das funktioniert, auch im Zusammenspiel eben all dieser verschiedenen Disziplinen, aber dass es eben dann nicht weitergeht. Also dass man sehr, sehr viel Aufwand braucht, um das dann auch etwas Neues gegenüber dem Bauherrn zu verteidigen. Vielleicht darf ich da den Ball an Herr Kämpfen weitergeben. Sie sehen ja oder haben Einblick in diese Welt der Behörden, wo diese Gesetzgebungen entstehen. Wie beurteilen Sie diese Frage von Ihrer Seite aus? Also ich würde einerseits mal die Behauptung, wenn ich den Titel der Veranstaltung aufgreife, so umformulieren oder stellen, dass nicht die Fassade im Dilemma steht, sondern eigentlich die Architektur. Und zwar deshalb, weil ich es äußerst schade finde, wenn sich die Architektur reduziert auf die äußersten paar Zentimeter des Gebäudes. Meines Erachtens ist ein Gebäude dann gelungen, wenn es dem Architekten gelingt, die ästhetischen, gestalterischen Ansprüche so vorzunehmen und zu befriedigen, dass die raumklimatischen, die Behaglichkeitsanforderungen des Auftraggebers erfüllt werden. Und die gesetzliche Komponente kommt da zum Tragen, wo eben eine Diskrepanz besteht. Das ist ähnlich wie beim Straßenverkehr. Aufgrund unseres Unvermögens im Umgang miteinander im Straßenverkehr haben wir eine Vielzahl von Vorschriften und Tafeln. Und die ähnliche Entwicklung erlebe ich jetzt im baulichen Bereich. In letzter, jüngster Vergangenheit ist es sogar so, dass zunehmend Gemeindeverantwortung übernommen werden müsste aus Sicht des Gebäudeeigentümers. Das heißt, die fehlende Möglichkeit, die Erwartungen durchzusetzen, beim Eigentümer gegenüber seinem Auftragnehmer wird kompensiert durch Anforderungen an die Gemeinde, die ja eine Baubewilligung erteilt hat, verbunden mit der Erwartung, dass die doch durchsetzen möge, was eigentlich in den Normen vorgegeben ist. Und da fehlt irgendwas dazwischen und Minergy hat nebst den Qualitätszertifikaten, die das Klima und die Energie primär ansprechen, jetzt im Fokus genau in diese Lücke einzuspringen und da behilflich zu sein, dass die Differenz zwischen den Erwartungen des Auftraggebers und dem Erlebten, dass diese reduziert werden können. Also man könnte sagen, Sie beobachten also einerseits eine starke Aufteilung dieses Arbeitsprozesses, aber innerhalb dessen auch die Frage, wer übernimmt wofür Verantwortung in ja, so wie ich als Nicht-Architekt kann ich das locker so sagen, so wie ich die Situation erlebe, haben wir in Extremis einen Architekten, der ist für den Entwurf zuständig, einen Architekten, der ist für die Realisierung zuständig und wer übernimmt die Verantwortung für den Betrieb des Gebäudes? Da haben wir ein großes Problem. Und da ist das gesellschaftliche Interesse, welches gewahrt werden muss in Bezug auf die Nachhaltigkeit, in Bezug auf die Energie. Und die Konsequenz daraus sind Vorgaben, die die Gesellschaft eben den Erstellern macht.
zum Leidwesen derer, die sich daran halten müssen, weil die Vielzahl in jüngster Vergangenheit enorm gestiegen ist. Gibt es da Reaktionen von Seiten der Architekten auf diese? Ja, also ich würde gerne nochmals vom Dilemma sprechen. Ich habe schon gesagt, ich spüre es einfach nicht so wirklich. Also das Gejammer von Vorschriften und weiß ich was alles, das hilft doch gar nichts. Wir müssen konkreter werden. Aber zuerst müssen wir mal mit der Architektur anfangen. Haben wir den Willen, das durchzusetzen? Und wenn wir den Willen haben, das ist meine Erfahrung, dann setzen wir es auch in der Regel durch. Und diese also eigentlich sind Architekten Teamplayer. Ohne das geht's gar nicht. Wir bauen ja immer Prototypen, ob es komplizierter oder weniger kompliziert ist. Also wir sind uns gewohnt, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und ich fühle mich überhaupt nicht als Fassadenarchitekt. Ich finde es schon komisch, dass man von Fassaden redet. Man musste eigentlich von Häusern sprechen, weil die Fassade hat immer mit dem Haus etwas zu tun. Aber ich sehe da keine Dilemmas. Und ich sehe nur das Dilemma vom Jammern, wenn man diese gesellschaftlichen Bedingungen, die wir einmal haben, und uns schlussendlich oder unsere Großväter geschaffen haben, die Umweltproblematik etc. etc., wenn wir das einmal anerkennen und sagen, wir haben ein Problem, wie lösen wir jetzt das? Und dieses, ach, immer mehr isolieren, da gibt es so viele Möglichkeiten, die man einsetzen kann, dass ich eigentlich da gar kein Dilemma orten kann. Das Dilemma ist vielleicht dort, wo die Spekulation baut, dort, wo schnell gebaut wird, aufgerichtet und am anderen Tag wird es verkauft, keiner hat mehr die Verantwortung. Also wenn Bauen zu Spekulation geht oder leider oft passiert das, dann haben wir dann das Problem. Aber das ist nicht das Problem der Fassade und der Architektur, sondern es ist wiederum ein gesellschaftlich spekulatives Problem. Also ich kann es einfach nicht wirklich orten. Ich glaube, wir haben so unglaublich viele Möglichkeiten heute, gerade über die Technik. Also die Umweltproblematik hat ja uns auch viele Instrumentarien der Technik gegeben, die wir einsetzen können. Und wenn man jetzt zum Beispiel von diesen Glashäusern spricht, dann also eine gute Gliederung einer Fassade oder eine gute Architektur hat eigentlich mit der Energiefrage wirklich nicht einen direkten Zusammenhang. Also ich sehe es einfach nicht ganz problematisch. Architektur ist etwas Forderndes und man sollte das einfach auch machen. Aber viel wird einfach gebaut, dass schlechte Architektur ist und gar nichts mit der Fassade zu tun hat. Gut, aber vielleicht trotzdem gibt es, ich finde, du spielst es ein bisschen herunter, finde ich, oder? Ich würde schon behaupten, dass wir an gewissen Dingen anstehen. Also wir haben als Architekten oder wir mindestens eine große Sehnsucht, du hast es auch gesagt, nach Tiefe, nach tiefen Fassaden, nach reliefierten Fassaden, nach Fassaden, die ein Lichtschattenspiel thematisieren und nicht auf die letzten 10 Zentimeter ausgedünnt werden. Da gibt es einen Druck von innen, in dem Sinn, dass die Ökonomie natürlich drückt, möglichst viel Nutzfläche zu generieren. Von außen drückt das Baugesetz und die Energiefrage drückt schon auch, weil wir ein bisschen die Kunst- und Kernformthematik haben, in dem Sinn, dass die äußere Hülle nicht mehr so schwer sein kann. Es gibt dann Argumente der grauen Energie etc. Das wird, dort sehen wir schon innerhalb der Architektur schon ein Dilemma, das wir gerne lösen können, wo wir Lösungen suchen. Aber der Wunsch oder die Sehnsucht nach tiefen Fassaden, die international ein bisschen verloren hat, oder diese Recherchen nach der Porosität, wie das Richard Sennett sagt, die würde ich schon attestieren. Und dort sind wir am Kämpfen, dass die Hülle wieder Tiefe bekommt und wieder Räumlichkeit und ein Dazwischen entsteht zwischen Stadt und Innenraum. Also ich würde natürlich das
dir nie widersprechen, das suchen wir natürlich auch. Ich habe einfach das Gefühl, es hat viel weniger miteinander zu tun. Wenn man einmal erfasst hat, dass es das und das braucht, dann geht das eigentlich relativ zügig. Ich habe jetzt leider, wie Markus ein schönes Bild habe ich verpasst mitzubringen. Wir bauen jetzt gerade eine ziemlich große Überbauung in der Nähe von Zug und machen sehr, sehr stark gegliederte Fassaden mit allem Möglichen und absolut keine Glashüllen. Aber wir sind natürlich auch unter dem ökonomischen und ökologischen Druck, das ist klar. Aber es geht irgendwo relativ gut. Aber was wir natürlich schon versuchen, ist in diesem Kontext Architektur und Gestaltung und Städtebau, das ist gar keine Frage, das steht ganz zu oben. Aber in diesem Kontext versuchen wir auch innovativ zu werden. Und ich sehe jetzt nicht ganz ein, warum, dass ich nicht herausfinden sollte, wie ich irgendwelche Fassadenelemente entwickeln kann, die mir vielleicht noch ein bisschen Energie bringen oder so. Nicht? Also das war schon im Vormittelalter so, wenn wir arabische Städte anschauen, dann haben die immer auf das geschaut, das ist der Wind. In heißen Orten, wo es Wind gibt, baut man die Städte so, dass der Wind da kühlen kann. Ein Bauernhaus hat ganz bestimmte Möglichkeiten eröffnet für einen Bauer, dass der wirklich auch gesellschaftlich überleben kann, dass er Vorräte anlegen kann, dass es ihm nicht ins Haus regnet, etc. etc. Der Kachelofen, den kennen wir, der ist sehr gut und zentral platziert worden, dass man genug warm hat, etc. Und wenn man, als wir die EAWAG bauten, das war ein Wettbewerb, und wir mussten dann in der zweiten Runde das vorstellen. Da waren da so hochtechnisierte Leute auch dabei. Und wenn man diese Kiste sieht, dann weiß man, dass es eigentlich nicht viel direkt mit dem Bauernhaus zu tun hat. Aber das Vorbild, wir hatten dazu mal noch das Büro in einem Bauernhaus, zufälligerweise. Und unser Vorbild war eigentlich das Bauernhaus, was es alles kann. Und das übertragen auf eine moderne Baute, das fand ich eigentlich speziell. Und dort suchen wir die Möglichkeiten anzuknüpfen. Das war schon immer so, dass man die Häuser irgendwie intelligent gebaut hat. Nur haben wir heute andere Ansprüche, andere gesellschaftliche Zusammenhänge, aber auch andere Möglichkeiten. Unglaublich, fast zu viele, nicht? Vielleicht in diesem Zusammenhang würde mich interessieren, Adrian, du sprichst sehr häufig von der Frage, um dies eben zu ermöglichen, also wieder stärker aus solch tiefen Fassaden eben auch Sachen entwickeln zu können, dass das sehr stark darum geht, die Synergien zu nutzen in der Zusammenarbeit zwischen Gebäudetechnik und den Architekten. Also die Synergien zu nutzen ist sicher auch, finde ich, immer eine spannende Aufgabe zwischen den verschiedenen Disziplinen. Aber ich glaube, es wäre tatsächlich gut, wenn wir uns Gedanken machen, wie wir die sogenannten Freiheitsgrade in der Entwicklung von Gebäudehüllen oder ganzen Gebäuden wieder etwas erhöhen könnten, indem wir gewisse disziplinäre Vorgaben, gerade auch im Bereich der Vorschriften, im Sinne der Gesamtheitlichkeit vielleicht opfern, wenn man dem so sagen darf. Also ich staune manchmal schon, wie lange wir jetzt schon im Bereich der Wärmedämmfrage einzig und allein auf den Heizenergiebedarf fokussieren und immer noch irgendwo das Gedankengut dahinter die fossilen Energieträger sind. Ich meine, wenn wir daran glauben, dass wir irgendwann im Sinne der Energiestrategie die Dekarbonisierung der Gebäude einleiten können und dann eigentlich tatsächlich die Energiefrage nicht mehr so relevant wird, weil wir Großteil nachhaltig erneuerbare Energieträger einsetzen können, CO2-frei, dann ist die Frage der Kilowattstunde tatsächlich, im Moment wäre sie falsch abgebildet oder in den Vorschriften.
Also wenn wir den Wärmedämmnachweis für die Baubewilligung brauchen, ist eben eine tiefe Fassade mit wenig passiven Gewinnen beispielsweise, schneidet schon mal per se schlecht ab oder erfüllt die Anforderungen schon gar nicht. Also diese Freiheitsgrade, glaube ich, sollten wir wieder öffnen. Im Normenbereich, SCA-seitig, gibt es neben den klassischen Normen, die auch in der Gesetzgebung natürlich zitiert sind und referenziert, die 83.1, gibt es ja inzwischen auch zum Beispiel den Effizienzpfad Energie, der eben eine gesamtheitliche Sichtweise erlaubt, ein Ziel setzt, aber absolut die Möglichkeiten offen lässt, wie man dieses Gesamtziel erreicht und nicht Teilziele vorwegnimmt, die dann einfach gegeben sind. Also ich glaube, diese Freiheitsgrade müssen wir daran arbeiten, dass die wieder etwas erhöht werden. Da würde ich sofort einverstanden sein. Sprechen wir mal von den Labels, oder? Ja. Zum Beispiel. Also wir haben ja eigentlich nicht etwas gegen die Labels, aber wir haben etwas dagegen, dass man das alles so abhaken muss. Und als Architekt fühlt man sich manchmal schon ein bisschen in der Innovation eingeschränkt. Und wenn man die Zielsetzung nicht in Frage stellt und die Gesetzgebung akzeptiert und in diesem Bereich etwas freier wäre, man kann sagen, ein P-Haus muss, weiß ich, 30% unter der Gesetzesnorm sein, aber wie ich das erreiche und welche Punkte da berücksichtigt werden, über das müsste man vielleicht noch ein bisschen diskutieren. Also dort würden wir uns schon wünschen und hätten auch die Möglichkeit, innovativ zu sein, und dann würden wir halt vielleicht das Minergie-Label nicht genau erreichen, aber ganz andere Werte erzielen, möglicherweise. Ja, und vielleicht noch ergänzend, ich finde es auch sehr bemerkenswert, wenn man jetzt verschiedene Auswertungen und Studien, die schon am Laufen sind, den Betrieb betrachtet. Es wurde auch erwähnt, die Betriebsverantwortung ist bei uns in der Baukultur, glaube ich, noch nicht wirklich stark verankert. Aber wenn ich dann sehe, dass wir auf dem Papier die Nachweise, sei es für Label oder auch nur für die vorschriftsgemäßen Baubewilligungen, auf die dritte Kommastelle Berechnungen führen, wenn man dann im Betrieb schaut, diese Parameter, die dann nachgewiesen wurden, wie sind die tatsächlich, und zum Teil um Faktorenabweichungen feststellt, dann frage ich mich schon, arbeiten wir eigentlich zielgerichtet? Oder ging es nicht vielmehr darum, eben im Sinne der Gesamtheitlichkeit, aber auch im Sinne der, sage ich jetzt mal, betrieblichen Verantwortung dafür zu sorgen, dass dann das Resultat wirklich eine Punktlandung gibt im Zielbereich und nicht einfach das Ganze dem Betreiber überlässt, was er dann daraus macht. Also du sprichst jetzt auch zum Beispiel ein Monitoring an, oder? Oder eine Betriebsoptimierung. Nein. Ich meine, bei den Fahrzeugen gehe ich alle, weiß nicht wie viele Jahre, 3 Jahre oder so, nein, muss ich da den Abgastest machen. Ist aus meiner Sicht außer bei VW vielleicht etwas eine Farce inzwischen. Aber die Gebäude, da schaut niemand hin. Wir berechnen nochmals auf die dritte Kommastelle. Ist ja schön für die Honorare, die dann auch entsprechend generiert werden können, aber eigentlich nicht zielgerichtet. Sprechen wir nicht von den Honoraren, aber ja, vielleicht genau. Also die Frage wäre vielleicht, was bedeutet dieses zielgerichtete Zusammenarbeiten? Oder? Ich denke, die Botschaft, die jetzt angesprochen wurde, die wurde von der Energiedirektorenkonferenz schon bereits vorweggenommen. Das wurde erkannt. Die Energiedirektoren haben letztes Jahr neue Mustervorschriften verabschiedet, die die Betriebsoptimierung bereits vorsehen als freiwilliges Element für große Gebäude. Das ist ein erster Schritt. Sie hat auch die Absicht bekundet, die Vorschriften bei kommenden Überarbeitungen der Mustervorschriften zu vereinfachen, weil auch erkannt wurde, dass die Komplexität, die Innovationstätigkeit und die Freiheit in der Gebäudeentwicklung zu stark einschränkt. Bloß auf der anderen Seite hat die Öffentlichkeit, die Verwaltung, die Verpflichtung sicherzustellen, dass die Maßnahmen auch tatsächlich erfolgen. Und da beginnt dann die Schwierigkeit, wenn man Zielvorgaben gibt, dann aber die Möglichkeit nicht hat, die Erfüllung auch nachzuvollziehen über die betriebliche Dauer des Gebäudes, dann wird es schwierig. Und ich denke, da müssen wir als Gesellschaft den richtigen Weg finden, dass die Eigenverantwortung das gewährleistet, was die Gesellschaft
Gesellschaft letzten Endes erwartet und nur minimale Vorschriften die Rahmenbedingungen da setzen. Ja, ich staune immer wieder über die Maschinenindustrie, aber vor allem über die Autoindustrie. Jetzt hat doch da ein Unternehmer, der Auto herstellt, der hat irgend so ein V oder ich weiß nicht genau, W und macht da einen Beschiss. Die ganze Welt rennt und empört sich zu Recht, aber bei Gebäuden, wo es in einem Unmaß viel mehr Energie braucht, da gibt es gar keine Diskussion eigentlich, was nachher passiert. Das müsste man doch, jeder von uns wohnt irgendwie und jeder mehr oder weniger arbeitet in einem Gebäude. Also diese Diskussion, die wird überhaupt nie und nirgends angestoßen. Man spricht von Technik, aber viel zu wenig an die ganzen gesellschaftlichen Phänomene, die damit zusammenhängen. Ja, aber es ist doch das Problem bei der Verantwortlichkeit, dass oft Planungsmandate heute extrem gestückelt werden. Einer macht das Vorprojekt, jemand anders macht das Projekt, dann übernimmt es irgendjemand, der macht die Detailplanung und hinterher vielleicht bei der Auftragsbegleitung oder dann bei der Inbetriebnahme sind noch wieder andere dabei. Also wie soll auch jemand Verantwortung übernehmen, wenn es die Verantwortung immer nur für so ein ganz kleines Stückchen in der ganzen Planungsphase ist? Wäre es da nicht auch sinnvoller, dass halt ein Büro über die gesamte Länge bis zur Inbetriebnahme, jetzt gerade bei der Gebäudetechnik, die ersten 2-3 Jahre ein Gebäude begleitet, der das komplette Wissen aus der Planungsphase hat, um die Kontrollen zu machen? Was man immer überlegen muss, bei einem Auto, das wird ein Prototyp entwickelt und dann tausende, Millionen von Autos hergestellt. Beim Gebäude ist es jeweils ein einzelner Prototyp. Also da ist so viel mehr Wissen im einzelnen Gebäude drin, was man nicht bei einer Schnittstelle von der nächsten Planungsphase zum Großteil oder zum Teil zumindest wieder über den Haufen werfen sollte. Ja klar, wir werden diese Prototypen nie in dieses brillante Fließband der Autoindustrie hineinquetschen können. Das ist klar. Aber ich denke, es hat unglaublich viel Optimierungspotenzial da. Also vielleicht eben die Frage auch, wie ich so ein bisschen heraushöre, ist die Diskussion auch mit dem Nutzer selbst. Also dass man diese Anforderungen an die Gebäude, es macht keinen Sinn, dass ich eine Lüftung installiere, wenn dann der Nutzer sowieso trotzdem das Fenster öffnen will. Also die Frage vielleicht auch in dieser Diskussion, wie kann man den Nutzer stärker in die Diskussion mit einbeziehen und gemeinsam eben auch diese Anforderungen an das Gebäude und wie es im Betrieb zu funktionieren hat, zu definieren. Also vielleicht ein Wort dazu. Es hat ja nur indirekt mit der Gebäudehülle alleine jetzt zu tun, aber natürlich auch. Aber die Nutzerfrage oder inwiefern man in der Planung und in der Realisierung und dann auch im Betrieb dafür sorgen kann, dass das, was angedacht war, dann auch so stattfindet, ist eine nicht einfache Frage, die man nicht so schnell beantworten kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir im Sinne der Sensitivität, was den Nutzer betrifft, die in der Planung auch die Möglichkeiten bieten, dass das Gebäude eben nicht gleich sensitiv ist, wie der Nutzer dynamisch sein kann. Das heißt, ich bin ja Gebäudetechnik-Ingenieur von Haus aus und müsste eigentlich auch für möglichst viel Technik plädieren. Ich bin aber eigentlich aus meiner Erfahrung eher sogar ganz auf der anderen Seite der Skala. Also ich plädiere eigentlich für möglichst wenig Technik. Aber das bedingt natürlich eine intensive Auseinandersetzung über die Disziplin, ich wiederhole mich, miteinander eine Gesamtlösung zu entwickeln, die dann eben auch für den Nutzer einfacher verständlich ist, sage ich mal. Wenn ich schaue, die hochtechnisierten Gebäude, würde ich mal kühn behaupten, die Nutzer sind überfordert. Das beginnt mit der Sonnenschutzsteuerung und endet mit der App, das dann auch noch alles integriert machen kann.
Also hier sollten wir ein bisschen, Rettung durch Technik ist ja der Slogan dieser Swissbau, und ich finde, Rettung durch möglichst wenig Technik wäre eigentlich schöner. Also das heißt eben, dass der Bewohner nicht eine Gebrauchsanleitung braucht, um wie er quasi sein eigenes Haus zu bewohnen oder hat. Das ist die Frage, wie man das eben in einer Diskussion mit ihm eruieren kann. Aber genau gerade zu dem Thema. Ich habe meinen Studenten immer beigebracht, ein Fenster ist so zu konstruieren, dass es der Nutzer ohne Bedienungsanleitung auch benutzen kann. Das Produktegesetz zwingt uns heute, zu jedem Fenster eine x-seitige Gebrauchsanweisung abzugeben. Und die gesellschaftliche Entwicklung und auch die gesamte Verantwortlichkeit geht eben genau in die entgegengesetzte Richtung. Also der Hersteller trägt für alles die Verantwortung, der Nutzer für nichts mehr. Deshalb muss ich heute für ein einfaches Fenster, das in einem Wohnhaus eingebaut wird, muss ich eine 20-seitige Gebrauchsanweisung abgeben, damit ich mich genau nach dem Produktegesetz und nach Produktesicherheitsgesetz verhalte. Und das sind schon Tendenzen, da habe ich natürlich Mühe damit, als rein von der technischen Seite. Ich sehe an dem Stirnrunzeln, dass das bei den meisten Leuten nicht bekannt ist, aber es ist in der Schweiz seit mehreren Jahren so Gesetz. Und da habe ich eben schon auch meine Bedenken in diesem Zusammenhang, wenn man sagt, man muss Gebäude bauen, die eben der Nutzer sich selbst macht, also selbst wieder die Verantwortung übernimmt, aber gleichzeitig schafft man Gesetze, die eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung gehen. Also vielleicht noch etwas zu deinem Statement, Adrian. Ich bin einig mit dir, dass man sagt, man versucht, Gebäude zu bauen, die möglichst wenig Technik beinhalten. Was ich nicht ganz verstehe, ist, ich habe das so gespeichert, dass Hans-Jörg Leib und Gut mal die Architekten, wie soll ich sagen, von ihrer Verantwortung entlastet hat und gesagt hat, die Technik, ihr könnt machen, was ihr wollt, die Technik löst euch das Problem. Und ich fände aber interessanter, dass man sagt, die Architektur ist in der Verantwortung gemeinsam mit dem, ich sage jetzt mal nicht Gebäudetechniker, sondern Systemingenieur, dass man ein Gesamtpaket schnürt mit der Gebäudehülle zusammen, dass eben die Technik im Bauch dieser Tiere ein bisschen reduziert. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob du Hanse Gleib und Gut da richtig zitierst oder sinngemäß. Aber ich würde sagen, also ich habe vor vielen Jahren habe ich mal gesagt, eigentlich gehört die Gebäudehülle in der BKP, in der Baukostenplanung zur Gebäudetechnik. Also ich wollte es eigentlich zu meinem Planungsmandat auch erklären, weil ich sage, die Gebäudehülle hat tatsächlich einen wesentlichen Einfluss, wie viel dann die Technik eben zu leisten hat. Nämlich all das, was die Hülle nicht leistet, ist mindestens dann der Gebäudetechnik übertragen worden. Ich bin sofort bei dir mit der Systemingenieurgeschichte und Betrachtung. Das deckt sich mit meinem Ansatz eben gesamtheitlich. Ob es einen Systemingenieur per Definition braucht oder ob es eben reicht, dass die Disziplinen, die klassischen eben miteinander, so wie wir das eigentlich in der Schweiz, und da vergleiche ich auch, ich muss auch sagen, mit dem Ausland verglichen haben wir eine viel etabliertere interdisziplinäre Zusammenarbeitskultur. Und ich bin froh darum, dass das so ist. Und in diesem Kontext verstehe ich auch ein bisschen die Hysterie um das Thema BIM. Oder wenn ich sehe, im Ausland spricht man jetzt, wir sind weiter mit BIM, aber der Ausgangsort für diese BIM-Geschichte ist im Ausland eben ganz woanders als bei uns. Dort müssen Sie jetzt zunächst mal lernen, Ihre segmentierte Planungsarbeiten zusammen vermehrt zu tun. Und das lernen Sie jetzt genau. Und Sie sagen dem jetzt BIM, wir sind da ein bisschen weiter, aber nicht viel. Und die BIM-Thematik kann natürlich auch helfen, im Sinne der standardisierten, modularen Lösungen hier uns ein bisschen zu entlasten, aber nicht zu entlasten in der Denkarbeit, sondern zu entlasten in der Realisierung und vielleicht auch in der Qualität der Umsetzung auf der Baustelle. Ja, mir steckt natürlich, also ich bin völlig einverstanden, dass man so wenig Technik einsetzt wie irgendwie möglich. Das ist ganz klar und nach anderen Möglichkeiten sucht. Das braucht Innovation und ein bisschen
auch Lust dazu, das zu machen. Und da stehen wir irgendwo in einem Dilemma. Ich habe vorhin einen Spaziergang gemacht durch die Welt der Kühlschränke, weil ich einen neuen Kühlschrank an einem Haus suche. Und bei Bosch oder Siemens oder ich weiß nicht wo, gibt es ungefähr 43 verschiedene Kühlschrankmodelle. Und was jetzt ganz wichtig ist, eben, dass man die Türe nicht mehr aufmachen muss vom Kühlschrank, sondern nur noch per Touch, bei der Waschmaschine auch. Und das Gleiche geht dann wieder beim Zumachen. Also du musst sie irgendwie gar nicht mehr selbst zumachen, kannst nur ein bisschen drankommen, dann geht das automatisch zu. Also da sind wir natürlich in einer unglaublichen Situation. Auf der einen Seite plädieren wir so ein bisschen für das althergebrachte Archaische und auf der anderen Seite läuft die Technik uns natürlich um die Ohren. Also ich weiß, da sehe ich natürlich gewisse Widersprüche. Also du siehst auch ein Dilemma, oder? Ja, natürlich. Klar. Aber ich meine, wenn du Auto fährst, außer ein paar Freaks, oder mit den alten Citroëns, sucht man eigentlich immer auch das Auto, das möglichst einfach, aber die letzte Technik beherrscht. Bald müssen wir nicht mehr selbst steuern. Genau. Gut, aber ich meine, du kannst jetzt nicht alle technischen Gebrauchsgegenstände und die ganze Architektur zusammenbringen. Nein, weil natürlich wir haben ja auch nicht gelernt, dass jetzt der Traum, quasi Häuser wie technische Gebrauchsgegenstände zu produzieren, klar, nicht realisiert worden ist im 20. Jahrhundert. Also ich würde den Traum lieber nicht so nochmals in der Naivität wiederholen wollen, natürlich, sondern beharren darauf, dass die Eigengesetzlichkeiten bestimmter Teile genügend stark sind und dass wir quasi gerade wegen den Prototypen auch nicht diese Serienoper machen können, sondern die Frage der Besetzung des Technischen durch das Architektonische eigentlich sehr großen Stellenwert einlegen müssen. Wir müssen doch gewisse Wege gehen, aber wir sind ja, unser Problem ist doch eigentlich, die Normen sind ja eigentlich, das sind ja eigentlich Zwangsapparate. Wie Sie richtig gesagt haben, erzieherische Normfindungen als Durchsetzungen und zugleich natürlich in ihrer Primitivität, weil sie sind primitiv, in vielen, also für uns auch mit guten Gebäudetechniken zusammen, natürlich viel zu schwierig, also von Idealbedingungen ausgehen, ich sage immer entstanden Holzhaus, irgendwie Südorientierung, alternative Bewohner und nachher baust du in der Stadt und sind eben die passiven Gewinne, das ist immer alles gerade falsch. Und da sind wir natürlich in großen, komplexen Kämpfen drin, wo ich mir schon klar ist, Normierung ist ein wahnsinnig schwieriges Feld gegenüber der Innovation. Und das ist ja eigentlich das Dilemma einerseits, wo wir drinstecken, und auf der anderen Seite kommt natürlich über diese Normierung eine zweite quasi Steuerungsfunktion dieser Immobilienbranche, das ist das Controlling, oder? Ich meine, wie sollen wir jetzt jeden Schritt innovativ und Controlling und Ökonomie und Risiko- und Facility-Management richtig ausfüllen? Das führt ja quasi zur Frage, wie kommen wir mit der auf uns niederprasselnden Komplexität zurecht zwischen all diesen Gewerken. Und darum sind wir natürlich da schon eigentlich eine Art Überforderung, weil wir im Moment die Architektur, die Komplexität schwierig verarbeitet, sagen wir es mal so. Also die Anstrengungen sind hoch und die Schritte quasi Altes oder Neues, auch Altes zu retten, ist manchmal wahnsinnig anstrengend, das nochmals wirklich zum Funktionieren zu bringen. Und da denke ich, da stehen wir vor Problemen der Überforderung der Steuerungssysteme, wie sie im Moment vorliegen, gegenüber diesen vielen den Prozessen wieder drin. Das kann gehen vom Honorar bis zum Verlust der Beziehung zwischen Entwicklenden und Unternehmer. Also das ist so spät, geht es in die Ausschreibung und nachher ist eigentlich der Realisierungsbeginn schon fertig, dass wir gar keine Chance haben, diese auch technischen Prototypen frühzeitig Vorgänge zu prüfen und richtig zu optimieren, weil wir die Firmen weder nicht haben noch durchbringen in diesem ganzen Verfahren. Das sind natürlich im Moment, wenn wir so viele Bewegungen im Technischen haben, eine enorme Frage der
der Überforderung der Systeme, weil sie ihre Komplexität das nicht leisten können. Ich spreche schon gar nicht von den Honoraren, wo ihr euch beklagt oder uns, ihr mit, von uns bezahlt oder wir von euch, also wo es immer lang geht. Aber ich denke, das sind natürlich im Moment die aktuelleren Fragen. Wie kommen wir mit diesen Normen zurecht? Wo könnten wir auch fachlich innovativere Probleme machen? Erzeugen, wo wir eigentlich einen Freiheitsgrad zurückhaben möchten in der Fachdisziplin. Und den ist aber gesellschaftlich gesehen, ist natürlich auch die Steuerung eben an diesen Prozessen, die ist nicht mehr im Demiurgen des Architekten wie dein Bauernhaus, oder? Das ist einfach etwas abhanden gekommen, auch nicht nur dir, wahrscheinlich auch uns allen, das ist natürlich, diese Stellung ist natürlich bedroht. Weil wir auch nicht mehr über die genügende Erfahrung verfügen, alle die neuen Komponenten zusammenzubringen. Das denke ich schon. Also ich finde, Destabilisierung, wo man muss ja nicht gerade von Dilemma sprechen, aber eine Destabilisierung quasi ist da, trotz der kooperativen Kompetenz, die da ist. Und es wird, diese Herausforderung wird doch eigentlich die Architektur nochmals fordern, das Technische quasi zum ein Teil des Ausdrucks machen. Durchaus mit ganz alten Elementen. Da finde ich, das müssen wir einfach zurückholen, sonst sind wir dieser Traum der Hightech-Welt von diesen 3 Zentimetern, glaube ich, den muss man auch zerstören. Mhm. Auch als Fiktion, modernistische Fiktion, die auch energetisch durchaus ganz viele andere Möglichkeiten eröffnet. Oder? Und das fände ich jetzt so quasi, das Vorangehen ist das Schwierige. Die negative Prognose ist, aber das Vorangehen ist schwierig und da liegt irgendwie das Gehen im Offenen. Ich sage immer, wir gehen fast manchmal im Plan los. Wir planen etwas, aber eigentlich ist im nächsten Punkt schon wieder planlos, weil wir wissen nicht, ob wir alle nächsten Schritte im Griff haben, technisch und ökonomisch in diesen Innovationen. Und das ist natürlich die große Herausforderung, in diesen sozusagen Handlungsfähigkeit in der Architektur zu haben, weil die Architektur braucht alles, auch die Technik. Sie muss die auch mitdenken und mitbewältigen, sonst hat sie verloren. Das bleibt uns einfach Gott sei Dank erhalten, dass wir nicht am Schluss hinstellen können und sagen, ja technisch, das war nicht mein Fehler, sondern das Haus ist einfach schlecht. Und das ist ja vielleicht unser Verführungstraum in unserem Beruf, dass man am Schluss sagt, doch, das Haus, Bob, dein Haus ist doch echt gut. Und da wirst du an dem gemessen, was das Ganze ist. Und den Teil dürfen wir nicht aufgeben. Das richtige Zielen auf Absolut. Das Ganze, weil das ist dann wieder die Stadt oder das Haus ein Teil der Stadt. Und da sind wir natürlich quasi partikularisiert in den Steuerungsprozessen. Das finde ich den größten Herausforderungsprozess. Kommen natürlich, sag jetzt, ökologische Nachweise sind ja gerade ökonomische. Das ist immer die Doppelohrfeige, von der spreche ich. Der eine sagt, ja, die Hüllfläche ist so schlecht, da kommt der Kostenanalytiker und sagt, ja genau, und das ist ja genau das zu optimieren, weniger Hüllfläche, gleich weniger Kosten. Und da sind wir so an Grenzerfahrungen gekommen, auch in der Verdichtung der Städte, wo Fragen des solaren Gewinns gegenüber Verdichtungsfragen eigentlich zum Teil höchst widersprüchlich sind, wo wir eigentlich sagen müssen, wenn nicht unsere Kompetenz, wenn die so durchgenormt wird und das eigentlich die Hauptebene ist zwischen netter Nutzfläche und Geschossfläche und die Hüllfläche, dass die zwei Hauptexistenzformen sind, quasi der Gebäudebeurteilung, dann kommen wir natürlich nicht weiter. Und wir brauchen Kompetenzen, die mit Komplexität umgehen können, sonst, und zwar durch den ganzen Prozess, würde ich auch teilen, weil eben das Ganze zählt am Schluss, nicht am Anfang. Da liegt eine gewisse Herausforderung, die unsere Ausbildung, das sind ja alle Leute auch in Ausbildungsfunktion, kein Zufall, dass einem das natürlich, dass da drin bleibt die Herausforderung, die Bewältigung des Ganzen und ein Umgang mit Komplexität, die natürlich durchaus gewaltig ist. Also ich würde sehr gerne eigentlich an diese Frage nochmal anknüpfen. Eben wir sind uns einig, es herrscht eine sehr große Komplexität. Alle Beteiligten hier, sei es im Büro oder sei es an einer Hochschule, bilden Nachwuchs aus. Was kann man von dieser Seite aus oder in welcher Art und Weise kann man da Beiträge leisten, um auch den Nachwuchs auf diese Fragestellungen entsprechend vorzubereiten? Wo liegen da die Schwerpunkte? Also was ich schon vielleicht nochmals Plädoyer sagen würde, ich finde,
dass in der Bauindustrie die Bereitschaft zu Forschung relativ begrenzt ist. Wenn man anschaut, was in anderen Gebieten geforscht wird, dass man sagt, eigentlich müsste die Bauindustrie mehr Geld investieren in Forschung, sage ich mal. Und was ich etwas auch finde, ist, dass wir bezüglich Forschung wie zwei Bereiche haben. Wir haben den Schweizerischen Nationalfonds, oder, der nur Grundlagenforschung unterstützt, und die KTI, die nur gerade ein Produkteforschung unterstützt. Und ich wäre noch interessiert, sage ich mal, an einem mittleren Gefäß, das eigentlich, wie soll ich sagen, inspirierte Praxis eigentlich fördern würde, das nicht gerade angewandt werden kann, auch nicht mehr nur Grundlage ist, sondern dass man sagt, wir würden in der Schweiz Forschung unterstützen, die vorwärts geht, die Vision, machbare Visionen versucht zu unterstützen oder dort weiterzugehen. Ja gut, aber Forschung oder sagen wir mal Entwicklung, das findet fast an jedem Projekt statt. Also ich sehe das nicht so. Wir haben sehr, sehr viele Projekte, wo irgendwelche Aufgaben gestellt werden, die man dann projektspezifisch lösen. Das ist dann vielleicht nochmal die erste Lösung, die noch nicht auf dem Markt gängig ist. Und wir freuen uns dann unheimlich, wenn Jahre später oder Monate später genau das Produkt, was für ein Projekt entwickelt wurde, dann im Katalog von der Firma erscheint. Und dann eigentlich weiterentwickelt wurde. Ich glaube, bei der Architektur gibt es nicht die Forschung, wo man irgendwie die Riesenentwicklung und Schritte macht, aber ganz, ganz viel kleine Entwicklungen mit jedem Projekt. Und da komme ich nochmal zurück, weil wir halt jedes Mal einen Unikat bauen. Und für das Unikat wieder ein Element brauchen und entwickeln müssen, was es vorher noch nicht gab. Also ich bin da nicht einverstanden, weil ich finde das sehr interessant, oder? Das ist ja unsere Herausforderung in der Praxis. Aber ich denke, es gäbe auch sehr interessante Fragen, gesellschaftliche Fragen im Feld der Architektur, die über Forschung mehr portiert werden könnten und nicht nur den Einzelfall unterstützen. Oder nicht nur das Produkt oder nicht nur die Grundlage, sondern etwas dazwischen. Gut, das ist die gesellschaftliche Frage. Genau. Bei mir, das war jetzt bezogen auf die technische Frage, wo sich, glaube ich, unheimlich viel entwickelt. Es gibt Ansätze, aber ich komme gerade auch noch darauf zurück. Aber was wir machen können, ist mal uns anständig verhalten und gute Häuser bauen. Und das trägt sich dann, glaube ich, schon auch weiter. Das würde ich dann auch ein bisschen ausdehnen wollen ins Ausland. Also man muss da auch mal sagen, die Schweiz hat, so wie ich es spüre, wenn ich im Ausland bin, einen relativ guten Namen, guten Stellenwert von Bauten. Also da haben wir schon eine Ausstrahlung. Bei der EMPA gibt es jetzt ein spannendes Projekt, das ist mitten im Bau, wo diese Praxis geübt wird. Es gibt auch die EAWAG, die kommt da immer ein bisschen hinten nach. Aber es sind Wasserforscher und die machen unglaublich innovative Sachen. 400 Leute und 100 Doktoranden arbeiten dort, die machen Projekte weltweit in Bezug auf Wasserforschung. Aber das hat dann mit dem Gebäude selber sehr viel zu tun. Nicht direkt mit der Hülle vielleicht, aber ich bin völlig einverstanden, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr passieren. Aber ich hatte das Vergnügen, für diese Leute zu bauen, und das ist natürlich unglaublich. Auf dem Areal kannst du eine Fassade aufbauen und über 3 oder 6 Monate testen, was da passiert mit Luft und Wasser und so. Also das ist sicher ein kleiner Nachholbedarf, den man noch decken könnte. Um das noch ein bisschen ausstrahlender zu machen, auch mit Studenten solche Experimente. Aber ich meine, bei euch am Lehrstuhl habt ihr schon einmal, habe ich gesehen, auf eine Semesterreise verzichtet und da gemauert mit den Studenten. Nein, aber eben die Frage ist, vielleicht jetzt auch nochmal an Adrian. Also du hast ja angesprochen, was wir beitragen können im Sinne der Bildung oder Ausbildung. Und ich meine, wenn wir natürlich die Freiheitsgrade hier einfordern,
dann sollten wir, wie Herr Kämpfen auch richtigerweise erwähnt hat, in der Lage sein, dann auch die Eigenverantwortung wahrzunehmen. Das hat natürlich sehr viel dann wieder mit Bildung oder auch eben mit Forschung zu tun, also dass wir dort investieren. Ich persönlich würde mir natürlich aus meiner Warte wünschen, dass wir hier noch etwas aufholen. Ich beneide eigentlich die Kollegen Architekten und Architektinnen in der Quantität Studierende, die wir in der Schweiz haben. Wenn ich die Gebäudetechnik-Ingenieure da entgegensetze, dann komme ich mir sehr bescheiden vor. Wir sprechen von 50, 60 Absolventen pro Jahr für die ganze Schweiz auf Ebene Fachhochschule. Wir reden noch nicht mal von universitärer Hochschule. Also hier sollte unsere Branche, die Gebäudetechnikseite, natürlich etwas Adäquates anbieten können, auch um die Diskussionen zusammen mit den Kollegen Architektinnen und Architekten, aber auch Bauingenieuren auf Augenhöhe vermehrt führen zu können. Also wir arbeiten daran. Ihr auch, ne? Also, ich kann mich dem nur anschließen. Leider sind es bei den Fassadeningenieuren nochmals eine Zehnerpotenz kleiner. Also es sind etwa 5 pro Jahr in den letzten Jahren. Und das ist natürlich schon so, der Markt hätte bedeutend mehr Kapazitäten, junge Leute aufzunehmen. Und das ist halt vielleicht auch die Stellung eines relativ jungen Spezialistenbereichs innerhalb der Gilde der Planenden, die halt da noch ein Nischendasein bildet und dadurch auch die universitäre Ausbildung eigentlich nur lückenhaft und tropfenhaft ist. Eben also die 4, 5 Leute, die jährlich rauskommen, die können nicht mal die ersetzen, die durch Learning by Doing jetzt zum altersbedingten Rücktritt gekommen sind, weil da treten jährlich mehr Leute zurück als junge Nachkommen. Und das ist schon auch ein Dilemma in der Ausbildung, das wir haben, aber das ist wiederum ein gesellschaftliches Problem, dass halt technische Berufe nicht unbedingt so im Trend sind, um das zu lehren, schon ganz klein von der Schule an. Und wie gut sind die Architekten gewappnet für den Alltag, den sie da... Schlecht. Es hat aber dafür viele, oder? Macht's nicht besser. Und sie reden alle demselben Traum nach. Und das ist natürlich wirklich ein Dilemma, dass wir auch in der ATU keine Weiterbildung haben. Meine, operieren tut man nach einem Medizinstudium nicht so schnell. Und in der Architektur haben wir natürlich wenige. Und wir wissen ja, wie gesucht gute Projektleiter mit 5 oder 10 Jahren Erfahrung sind, aber wie beanspruchend das ist, dass es eigentlich laufend einen Verdrängungsprozess gibt. Das ist sicher die andere Herausforderung bei uns, weil das einfach sehr hohe Drücke gibt auf diese Umsetzungsproblematik, diesen Anspruch zu erfüllen. Und das aber auch zu können und dann auch alle Normierungen, Zertifizierungen und alle Controllings und alle pauschalisierten Generalplanmandate richtig wahrzunehmen, ist ja auch eine wirkliche Herausforderung, die natürlich die zunehmend auch jüngeren Büro in diesem Ausführungsprozess enorm fordert. Also das ist, glaube ich, über der Grenze und wir sind da durchaus auch gefordert, warum wir nicht längere oder andere Beziehungen haben zwischen verschiedenen Werdegängen, die das Technische oder das Brauzeichnerische und so näher begleitet haben, so dass in vielen Architekturbüros die Fachhochschulabsolventen zu langsam den wesentlich höheren Stellenwert haben als die ETH-Absolventen. Wenn die dann überlebt haben, so die ersten 2, 3 Lemming-Abstürze, dann geht es dann vielleicht dann auch. Aber das ist sicher natürlich eine Herausforderung. Wir können nicht diese Arbeitstätigkeit, diese Auseinandersetzung an der Hochschule, das sind Trockenübungen. Mauern ist eine Trockenübung, das ist zwar schön für das Gefühl und für den Rücken, der schmerzt, aber hat nichts zu tun mit ernsthafter technischer Ausbildung, quasi eine Vis-à-vis zu haben eines Unternehmens, Fassadenplan. Ich denke, da sind wir noch weit, da sind wir auch entfernt, weit entfernt. Und da sind diese dualen Systeme natürlich zum Teil noch leistungsfähiger, die diese Wege durchlässiger machen und das. Ja, weit entfernt sind wir nicht, fast auf einem Rückweg. Das ist schon mal
Leute gab, die technisch höher ausgebildet waren. Und jetzt geht es doch immer mehr, irgendwelche Zertifikate und Titel und Abschlüsse zu kriegen. Also dass das Hochschulwesen sehr, sehr in die Länge gezogen werden kann, aber der praktische Teil erst sehr spät anfängt. Und eigentlich da die Praktiker und Wissen, wie es geht, dann oft fehlen. Also ich glaube, da müssen wir aufpassen. In der Schweiz ist der Stand noch immer von auf der technischen Basis sehr hoch. In anderen Ländern ist schon alles sehr viel verschulter, dass wir uns da nicht auch auf den Weg begeben, alles nur theoretisch abzuhandeln. Aber das Konkrete, was oft fehlt, sind Entscheidungen, Fachwissen, Verständnis für andere Disziplinen. Und da stelle ich fest, wenn es rein theoretisch bleibt, kann man sehr viel mit sehr viel Schreiben und mit sehr viel E-Mail schreiben einfach rauszögern. Aber davon alleine kann nicht gebaut werden. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo man eine Entscheidung fällt, wo Sachen aufgezeichnet und dann auch umgesetzt werden und die technisch richtig aufgezeichnet und umgesetzt werden müssen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass das nicht nur rein theoretisch, also das geht dann genau in die entgegengesetzte Richtung, nicht nur in die Forschung gehen, sondern wirklich beim Bauen bleiben und das duale System, was in der Schweiz herrscht, eher fördern. Ich weiß, es gibt da Tendenzen, das auch zu exportieren, dass man es in anderen Ländern kundtut. Und ich weiß, andere Länder haben es auch sehr nötig. Ich würde an dieser Stelle vielleicht noch gern die Runde ins Publikum erweitern. Die Zeit ist eigentlich fast um. Gibt es Fragen? Möchte jemand die Gelegenheit nutzen, eine Frage zu stellen in die Runde? Ja, mein Name ist Guido Honecker, ich bin auch Architekt und ich denke, es wurde eigentlich schon alles gesagt in Ihrer Runde und ich habe trotzdem noch eine kurze Randbemerkung. Ich habe als Architekt natürlich auch viel Verständnis für diese tiefen Fassaden, also Relief, Porosität, all die Stichworte, die genannt wurden. Aber ich denke, dass wir als Architekten die Materialien an der Fassade neu denken müssen. Unter anderem auch Photovoltaik, das ja immer in größeren Variationen auf den Markt kommt. Und es ist ja heute so, dass diese Prämisse, die lange galt, von der kompakten Fassade, die wir dämmen, dick dämmen müssen, und damit wir möglichst wenig Verluste haben, die gilt ja nicht mehr. Wir können ja auch wieder größere Oberflächen machen und können ja dann schauen, eben mit neuen Materialien, die auch Wärmegewinne ermöglichen, dann müssen wir, damit wir die Effizienzziele erreichen können, eben Gewinne machen. Und von daher denke ich, dass es eben auch dazwischen, zwischen diesen Extremen, sehr viele Möglichkeiten gibt, die uns ermöglichen, sehr viele verschiedene Fassaden auch in Zukunft zu konstruieren. Gibt es sonst gerade noch irgend, brennt jemandem etwas auf der Zunge? Mein Name ist Pascal Bögl, ich bin auch Architekt, habe hier in Basel Geschäftspartner, das Architekturbüro Subdav Studio. Und wir fragen uns, also die Frage zur Höhle, zur Gebäudehöhle, gerade mit dem Dilemma, oder was wir jetzt angesprochen haben, vielleicht gerade an meinen Berufskollegen auch die Frage, entfernen wir uns da nicht einfach eigentlich vom Grundprinzip von der Architektur? Also eigentlich sollte ja die Architektur dem Menschen dienen. Oder man hat sich ein Dach gemacht, ursprünglich Wände gemacht und der Mensch hat das gebraucht und hat so gelebt, wie er möchte. Jetzt stellt man aber eher fest, dass der Mensch eher der Architektur dient, als der Bewohner.
Oder er muss eigentlich alles machen, dass, damit es dem Gebäude gut geht. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Balkon sitze, ich wohne in einem Altbau, dann lasse ich dann den Sonnenschutz runter, wenn ich zu heiß habe. Und nicht, wenn mir das Gebäude sagt, ich habe zu heiß, oder? Das kann sein, dass meine Partnerin den Sonnensturm früher runterlässt als ich, weil sie früher heiß hat als ich. Aber ich kann mein Gebäude nutzen, oder? Und ich glaube, das ist ein bisschen das Dilemma, oder? Also wir werden eher als Architekten, wir gestalten eigentlich alles, um die Normen einzuhalten und gestalten viel weniger für den Menschen. Also wenn wir über tiefe Fassaden reden, wo Balkone vorne dran sind, wo ich über eine Aussicht diskutiere, wo ich über menschliche, grundlegende Sachen diskutiere, das ist für mich dann irgendwie das Gebäude, was es brauchbar macht und was auch längerfristig, auch wahrscheinlich energetisch, weil es später abgerissen wird und weil es länger bewohnbar wird, dann vielleicht Sinn macht, oder? Und die Frage, was genau für eine Hülle man hat oder so, dann eher dem Gebäude dienen müsste und nicht eigentlich oder den Menschen dienen müsste, nicht dem Gebäude. Also so ein bisschen vielleicht auch die Frage, wie seht ihr das auch ein wenig, wo werden wir da enden? Also werden wir quasi Sklaven von unseren Maschinen sein, die wir eigentlich ursprünglich entwickelt haben, damit sie uns helfen, damit es einfacher wird? Oder wie weit wird das gehen? Also wir sehen dieser ganzen Entwicklung sehr kritisch entgegen. Gut, würde ich auch so sagen, oder? Dass es eine Tendenz gibt von mir aus zur Technisierung. Wir haben das angesprochen. Ich bin ein Anhänger des Low-Tech, oder dass die Architektur selber wieder auch Aufgaben übernimmt und im Zusammenhang mit den Menschen dann diese Lösungen einfach gesucht werden. Aber da gibt es verschiedene Tendenzen, oder, heute, die wir. Da müssen wir uns entscheiden, wo wir hinwollen. Wir haben heute wie über diese eine Tendenz geredet, über die Fassade, über dieses Dilemma. Aber das Dilemma, was ich finde, was grundsätzlich ist in der Architektur, dass wir nicht mehr für den Menschen bauen, oder? Das ist, dass man das auch irgendwie wieder anspricht in Zukunft. Oder? Dass es nicht einfach nur, weil die Industrie vielleicht Fassaden oder Gläser generieren kann, die diesen und diesen U-Wert haben, und dann passen wir die ganze Gesetzgebung an diesen U-Werten an. Oder? Irgendwo überrollt es uns dann irgendwann einfach, habe ich das Gefühl. Vielleicht liege ich auch falsch. Ich meine, ich habe nicht die Erfahrung, die ihr habt. Oder? Aber ich weiß nicht, wo wir da hindriften. Was mich erstaunt an Ihrer Aussage als Nicht-Architekt ist, sind zweierlei Sachen. Ich stimme Ihnen absolut zu, das ist mein Verständnis der Architektur, dass sie für den Mensch da ist. Auf der anderen Seite irritiert mich Ihre Aussage, dass Sie gestalten, um Normen einzuhalten. Normen widerspiegeln ja nur den Stand der Technik. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass es Ihr persönlicher Anspruch ist, Gebäude so zu erstellen, dass die Bedürfnisse der Bewohner gemäß dem Stand der Technik gewährleistet sind. Also ist das ein Widerspruch? Sie müssen eigentlich nicht bauen, um die Normen einzuhalten, sondern um das, was Sie vom Inneren her wollen, um das zu realisieren. Und dann sind die Normen eigentlich ganz automatisch erfüllt. Also so einfach ist es leider in der Praxis nicht, mein Freund. Da braucht man viel Abstand, oder? Aber nehmen wir jetzt das Beispiel, worum sprechen wir darüber. Ich habe gesagt, das ist etwas, diese Hülle, also ich meine eben 90% der Bauten, wir machen Wohnbauten, was ist einer der größten Bedürfnisse heutzutage, die veränderte Lebensweise? Man sitzt eben auf dem Balkon, wie Sie vorher schön gesagt haben, oder? Und je dichter wir unsere Städte bauen, je mehr werden diese individuellen Außenräume an Bedeutung gewinnen. Das ist mal so die Ausgangslage. Das dürfen wir durchaus machen im Unterstützen des Gebrauchswert. Architektur ist ein Gebrauchswert. Ebenso, wenn das nicht von den Leuten geliebt wird und gebraucht, dann berauben wir das schlimmste Fundament. Das müssen Sie einfach mitnehmen. Wenn Sie braucht in Zukunft, dann nur, weil Sie gute Wohnungen oder gute Büros oder gute Produkte machen, und sonst sind sie weg. Das ist ein Unterschied. In Italien müssen sie das nicht mehr machen. Als Architekt müssen sie gar nicht mehr bauen, sie müssen nur unterschreiben, da haben sie Bestechungsgeld der Baubewilligung. Der Rest überlässt sie den Geometern. Dann haben sie aber auch ausgespielt, weil eigentlich gar niemand sie mehr will, außer eine staatliche Normierungsbehörde, die diese Normen umsetzt.
Oder das ist, ich denke, dieses Einmischen, darum plädiere ich ja für die junge Generation, für dieses Einmischen, ihr müsst doch die besten Wohnungen bauen, mit dem besten Balkon, wenn ihr davon träumt. Dann sage ich euch, geht es natürlich da. Dann, ihr müsst mindestens diese Rückendeckung haben, dann wird es halt schwierig. Da kommen die Behindertengängigkeiten, dann kommen diese, macht ihr mal einen Balkon, ein ganz normaler Balkon, der irgendwie mit Dämmung und Größe. Das ist heute schon ein technischer Albtraum, zwischen all diesen Normen durchzukommen, wenn man eigentlich die Schwellenhöhe und mal einen gedämmten Raum unten dran hat, ist man eigentlich schon fast ein Verbrecher als Architekt, oder? Weil man alle in diesen Normen, man muss strafen, man muss irgendwie reduzieren bis aufs Minimum, dass es da geht. Wir kommen natürlich schon durch diese Normen in unendliche Widersprüche. Ich meine, ich bin froh, diese Behindertennorm, die verhindert wenigstens, dass wir nicht wie im Ausland einfach so einen Dritter auf jedem Balkon haben. Das ist super, oder? Aber zum Umsetzen ist das nicht ganz ohne, oder? Und diese Widersprüche, die produzieren wir mit den schönen Normen und mit den schönen Zielen. Und die brauchen wir. Wir sind doch, was soll denn unser Beruf, wenn wir nicht etwas lösen, was die anderen nicht lösen können? Sie müssen nicht Angst haben, Sie müssen das packen, Sie müssen sagen, okay, ich habe mitten eine Vision und ich muss nur lernen, zwei Sachen. Ich baue nicht für mich selber, sondern für die Gesellschaft. Da müssen Sie aber auch von den Leuten lernen, die das brauchen. Da müssen Sie nachher Ihre Bauten ansehen und sehen, wie Sie die Leute... Manchmal brauchen Sie anders, als Sie gedacht haben und nicht immer nur schlechter. Und manchmal ist es auch gut, so zu denken, dass die Leute eigentlich nachher auf diesen Bühnen spielen. Ihnen soll wohl sein, nicht uns. Dass wir dann ein Stück Architektur machen wollen. Ist ja klar. Aber und das andere müssen wir doch sehen, dass wir mit den technischen Rahmenbedingungen das machen können. Das sind Widersprüche. Ist gar keine Frage. Aber unser Beruf hat immer nur überlebt, wenn er in diesen Widersprüchen handlungsfähig geblieben ist, als einer der wenigen. Und das macht doch diesen Beruf stark. Und wenn er das verliert, dann sind wir eigentlich eben nicht mehr tätig für das gesamte Bauwerk und verlieren auch die technischen Fragen. Aber ohne Widersprüche zwischen Normen und Wünschen und so, da geht es wirklich ganz tief runter. Ganz tief runter. Und wie viel Mal musst du auf den Knien der Minenergiestelle beibringen, dass das alles nicht geht und dass wir das halt nicht zertifizieren? Oder sie müssen sich bewegen. Manche haben sich auch wieder bewegt. Und ich denke, man muss diese Widersprüche im Gang halten. Unsere Kunst muss sein, diese Widersprüche zuzuspitzen, auch zu sagen, wir bauen, wo Nutzobjekte, Gebrauchsfunktionen, und das müssen wir übernehmen, das müssen wir besetzen, aber wir müssen auch fähig sein, diese Widersprüche auszusprechen und die Prozesse ein Stück weit wieder mehr steuern zu können, sonst werden wir von diesen Controllings und Fahrten eigentlich vollkommen zu betoniert. Und das, denke ich, das ist schon eine Herausforderung. Ja, aber jetzt nochmal zu dem Thema Normen. Ich glaube, die Normen sind nur Leitplanken, damit es funktioniert hinterher. Und wenn man jetzt den Sonnenschutz nimmt, dann kann man der SEA 180 verschiedene Wege gehen. Und entweder man hat keine Unterstützung und nicht viel Ahnung, dann gibt es die sichere Sache und das ist der G-Wert vorgeschrieben. Und dann hat man außen den Sonnenschutz. Wenn man aber sagt, man möchte es individuell planen, dann kann man mit der Haustechnik zusammen, Fassadenplanung, Architekt schauen, kommen wir vielleicht auch ohne Sonnenschutz hin, weil das Gebäude oft genug verschattet ist, dass die Energie gar nicht in den Raum reinkommt und der ganze Raum nicht überhitzt. Also die Idee von der Norm ist ja nur, dass es dem Bewohner hinterher gut geht. Wenn man dann vielleicht nur einen ersten Abschnitt liest, und vielleicht die Fachkompetenz hinten nicht im Rücken hat, um das nachzuweisen, dann bleibt man beim ersten Schritt stehen. Aber das Ziel der Norm ist das Wohlbefinden vom Nutzer. Das eine. Das zweite, was Sie angesprochen hatten, war mit den Storen, die Sie lieber selber runter machen. Das ist wunderbar, wenn es zwei Leute in einem Raum gibt, die sich sogar noch verstehen, dann werden die sich für den Storen einigen. Wenn man aber ein Großraumbüro nimmt, und da kommt ja dann meistens die Gebäudesteuerung vor, dann sind da vielleicht 20 Leute in dem Raum. Und dann können die den ganzen Tag Stor rauf, Stor runter machen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder der Erste macht einen Storen runter und die anderen machen alles Licht an und man hat zu viel Energie drin. Also da geht es dann um die Verantwortung. Und da, denke ich, ist dann eine externe Steuerung gut. Oder nehmen Sie das Fenster. Wer geht am Ende vom Tag durch und macht alle Fenster im Großraumbüro zu? Die wenigsten.
da wäre es dann wünschenswert, so ein Fenster schließt sich von alleine. Wenn es Ihre eigene Wohnung ist, dann gucken Sie sich einen Wetterbericht an und sagen, oh, nachher kommt das große Unwetter, ich schließe das Fenster. So, komm. Ja, wir werden da hartnäckig aufgefordert, hier zum Schluss zu kommen. Ich wünsche uns allen viel Widerstandskraft im Sinn, dass wir experimentierfreudig und auch mit etwas Risiko Lösungen auch in Zukunft finden, die einem Nutzer und uns viel Freude bereiten. Ich danke allen Teilnehmenden sehr für das Kommen und dem Publikum für ihr Zuschauen. That's it.